Frau Holle. Es war einmal, da lebte eine Witwe in einem Dorf. Die hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Stella. Stella war sehr fleißig und freundlich zu allen. Die jüngere Tochter Bella war unhöflich und faul. Aber die Frau liebte ihre jüngere Tochter viel mehr, weil sie ihre eigene Tochter war. Die ältere war ihre Stieftochter. Also ließ sie Stella den ganzen Tag wie eine Dienerin im Haus schuften. Stella, beeil dich mit der Arbeit. Du musst doch rausgehen und Garn spinnen. Bella, komm her, mein Schatz. Du musst hungrig sein. Hier, nimm etwas. Stella erledigte schnell die ganze Hausarbeit und ging, um Garn zu spinnen. Jeden Tag schickte die Stiefmutter sie an den Dorfbrunnen, um Garn zu spinnen. Und Stella spann, bis ihre Finger bluteten. Neben dem Brunnen lebte ein Papagei. Stella sprach oft mit ihm, während sie Garn spann. Eines Tages, als sie spann, begannen ihre Finger zu bluten und das Blut tropfte auf die Spindel. Sie legte die Spindel auf den Brunnenrand, um sie zu reinigen, und fing an, Wasser zu schöpfen, als die Spindel in den Brunnen fiel. Nein, die Spindel ist in den Brunnen gefallen. Was soll ich nur tun? Wenn Mutter das herausfindet, wird sie wütend sein. Stella bemühte sich sehr, aber sie konnte die Spindel nicht wiederholen. Sie lief nach Hause und sagte zu ihrer Stiefmutter: Mutter, die Spindel ist in den Brunnen gefallen. Ich wünschte, du wärst statt der Spindel in den Brunnen gefallen. Wo soll ich jetzt eine neue herbekommen? Geh und hol sie aus dem Brunnen und wage nicht, ohne sie wieder herzukommen. Hast du das verstanden? Mit Tränen in den Augen ging Stella zum Brunnen zurück. Sie hatte bereits alles versucht, um die Spindel aus dem Brunnen zu holen. Sie wusste nicht, was sie sonst noch versuchen sollte und sprang selbst tief in den Brunnen. Als sie die Augen öffnete, lag sie auf einer saftigen Wiese. Die Sonne schien hell und alles war voller bunter Blumen. Wo bin ich? Was für ein wunderschöner Ort! Was für ein feiner Duft! Stella ging voraus und in einiger Entfernung sah sie eine Bäckerei. Es waren Brotlaibe im Ofen. Die Brote riefen. Es war, als ob das Land voller Magie wäre. Hol uns raus! Hol uns raus! Sonst werden wir verbrennen! Wir sind schon so lange im Ofen! Bitte hol uns raus! Stella hörte die Brote und holte sie aus dem Ofen. Vielen Dank! Stella ging weiter und sah einen Apfelbaum. Auch der Baum konnte sprechen. Alle meine Äpfel sind reif. Bitte pflücke sie und iss sie, denn sonst werden sie alle verderben. Stella hörte den Baum sprechen und konnte den Schmerz des Baumes nicht ertragen. Sie schüttelte den Baum und es dauerte nicht lang, da fielen die Äpfel wie Regen auf den Boden. Stella schüttelte den Baum weiter, bis der letzte Apfel fiel. Dann sammelte sie alle Äpfel auf einen Haufen und ging weiter. Als sie so lief, erreichte sie eine Hütte, vor der sie eine alte Frau sah. Die Frau hatte so schreckliche Zähne, dass Stella Angst bekam und sich umdrehte, um von dort wegzulaufen. Aber da rief die alte Frau zu ihr: Hab keine Angst vor mir, mein Kind. Wenn du dich gut um mein Haus kümmerst, kannst du bei mir bleiben. Dir soll es an nichts fehlen. Als Gegenleistung will ich von dir nur, dass du jeden Tag, wenn du mein Bett machst, es mit Federn bedeckst. So wie der Boden mit Schnee bedeckt ist, wenn es schneit. Und ja, jeder kennt mich unter dem Namen Frau Holle. Frau Holle sprach so freundlich zu ihr, dass Stella sich bereit erklärte, bei ihr zu bleiben. Stella kümmerte sich sehr gut um das Haus und jeden Tag machte sie Frau Holles Bett genauso, wie Frau Holle sie gebeten hatte. Auch Frau Holle liebte Stella sehr und sorgte gut für sie. Stella blieb einige Zeit dort, aber dann fing sie an, ihr Zuhause zu vermissen. Frau Holle ist so gut zu mir. Sie sorgt so gut für mich, aber ich vermisse mein Zuhause. Stella fühlte sich sehr wohl bei Frau Holle.
aber sie bekam Heimweh und wollte nach Hause zurückkehren. Eines Tages sagte sie zu Frau Holle: Frau Holle, ich möchte nach Hause gehen. Ich kann nicht länger hier bleiben. Ich freue mich, dass du nach Hause gehen möchtest. Du hast sehr fleißig gearbeitet. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Ich werde dich persönlich nach Hause bringen. Wirklich? Vielen Dank, Frau Holle. Frau Holle nahm Stellas Hand und führte sie zu einem riesigen Tor aus Gold. Das Tor öffnete sich. Gerade als Stella die Schwelle des Tores überquerte, begann es Gold über sie zu regnen. Und bevor sie sich besann, war sie von Kopf bis Fuß in Gold gekleidet. Das ist deine Belohnung dafür, dass du mir mit so viel Liebe gedient hast. Hier ist die Spinde, die dir in den Brunnen gefallen ist. Stella war sich nicht sicher, ob das alles wahr war oder nur ein Traum. Sie hatte noch nie in ihrem Leben so viel Liebe von jemandem erfahren. Sie weinte vor Freude. Dann schloss sich das Tor und Stella sah, dass sie in der Nähe des Brunnens, nicht weit vom Haus ihrer Schwiegermutter stand. Im Moment, als er sie sah, kam der Papagei, setzte sich auf Stellas Schulter und sagte zu ihr: Hier ist sie, deine Tochter, so rein wie Gold. Sie ist wieder da. Der Papagei sagte das immer und immer wieder. Als Stella das Haus betrat, waren ihre Stiefmutter und Bella verblüfft, sie zu sehen, denn sie war von Kopf bis Fuß in Gold gekleidet. Erfreut baten sie Stella, hereinzukommen. Stella, meine Liebe, wo warst du denn? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Und woher hast du das alles? Stella erzählte ihnen alles. Aber als sie die Geschichte hörte, füllte sich das Herz der Stiefmutter mit Gier. Toll, so viel Gold! Wenn ich Bella auch dorthin schicke, werde ich sehr, sehr reich. Genau wie Stella schickte die Stiefmutter auch Bella, um Garn am Brunnen zu spinnen. Bella stach sich mit einem Dorn in den Finger, damit er blutete. Sie tropfte das Blut auf die Spindel und warf sie in den Brunnen. Und dann sprang sie selbst hinterher. Wie Stella öffnete auch sie ihre Augen auf einer Wiese. Sie stand auf und lief los. Als sie die Bäckerei erreichte, riefen wieder die Brote im Ofen: Hol uns raus, sonst werden wir verbrennen. Wir sind schon so lange im Ofen. Bitte hol uns raus. Seid ihr verrückt? Warum soll ich mal meine Hände schmutzig machen? Während sie das sagte, lief sie schon weiter. So kam sie dann zum Apfelbaum. Alle meine Äpfel sind reif. Bitte pflücke sie und iss sie, denn sonst werden sie alle verderben. Bist du verrückt? Warum soll ich sie dir pflücken? Was ist, wenn mir ein Apfel auf den Kopf fällt? Sie sprach sehr unhöflich zu dem Baum und ging einfach weiter. Endlich erreichte sie Frau Holles Haus. Sie hatte von Stella ja bereits von Frau Holles schrecklichen Szenen gehört. Und so hatte sie keine Angst, sondern fragte Frau Holle direkt um Arbeit. Frau Holle, ich habe gehört, Sie suchen jemanden, der für Sie arbeitet. Bitte geben Sie mir den Job. Frau Holle erklärte ihr die ganze Arbeit und erzählte ihr, wie sie jeden Tag Federn auf ihr Bett legen sollte. Am ersten Tag gehorchte Bella Frau Holle, aber ab dem nächsten Tag begann sie nachlässig zu werden. Am dritten Tag tat sie gar nichts. Schließlich begann sie den ganzen Tag zu schlafen und war sogar zu faul, Federn auf Frau Holles Bett zu streuen. Frau Holle sah, dass keine Federn auf ihrem Bett waren und war wütend. Sie ging zu Bella und sagte zu ihr: Ich denke, du musst jetzt nach Hause gehen. Das hörte Bella mit Vergnügen. Sie dachte, es würde jetzt Gold für sie regnen. Frau Holle brachte sie zum goldenen Tor. Gerade als Bella die Schwelle überquerte, regnete es statt Gold stinkenden Mist auf sie. Das ist ihre Belohnung für die Art von Arbeit, die du geleistet hast. Das Tor schloss sich
und sie kehrte nach Hause zurück. Der Papagei sah sie, setzte sich auf den Brunnen und rief: Hier ist sie, deine Tochter so hässlich wie Mist. Sie ist wieder da. Deshalb sagt man auch, nachmachen muss man richtig machen. Wie Stella hat auch Bella es geschafft, Frau Holles Haus zu finden. Aber wegen ihrer Angewohnheit, die Arbeit schlecht zu erledigen und ihrer Faulheit, brachte sie Mist statt Gold nach Hause. Aus dieser Geschichte lernen wir, dass wir bei allem, was wir tun, richtig, aufrichtig und ehrlich sein sollen.